Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu The Invincible. Wir haben ja diesen Roboter in der Ferne gesichtet und sind jetzt hier. Attention. Human in danger. Attention. Help needed. Redet er von uns? It's broadcasting a message. One of their people is in trouble. Sounds suspicious. Did they go away and leave someone behind? Doesn't add up. Robot, do you understand me? He's not responding. The robots are called Arctans. Ah. Arctan, answer me. Over. I confirm. Over. You can talk to them after all. Arctan, tell me what the danger is. Attention. Human in danger. So much for the conversation. Arctan, go to Arctan. Lead to the human in danger. It worked. The robot moved. It's a bit gruselig. Aber okay. Das ist ein cooles Detail, dass wir und alle anderen Fußspuren hinterlassen. Ohne ist eine Flagge. Ne, ein Sturm kommt wieder auf, wenn ich das sehe. I'm at the spot. Astrogator, we can't help this man anymore. He died a long time ago. Surprisingly long. Das. Er kam jede Hilfe zu spät. Bisschen gruselig. Ich kann ihm nicht helfen, Junge. Tut mir leid. Aufstehen, Eier mit Speck. Heute wurden wir vom Oberkommando für einen außerplanmäßigen Appell geweckt. Es ist mir zum größten Teil gelungen, der Rede des Astrogators aufmerksam zuzuhören. Unsere Pläne haben sich anscheinend geändert. Wir wollen jetzt auf einem Planeten namens Revis oder Resis landen. Aber egal, was wollte ich eigentlich sagen? Eigentlich nur, dass sich die Heimreise noch etwas verschiebt. Danach fing der Astrogator an, etwas anderes zu erklären. Ab mir knurrte der Magen. Seht ihr übrigens gerade bei mir auch. Und ich konnte nur noch an das Frühstück denken. Eier mit Speck. So lecker. Dafür gebe ich nicht nur ein Königreich, sondern ein ganzes Sternensystem. Nicht vergessen, Regis 3. Der dicke Techniker, der mit einem prallen Heliumballon... der einem prallen Heliumballon ähnelt und dessen Namen ich absichtlich vergessen habe, hat mir hinter... vorgehaltener Hand verraten, dass unser Ziel einen Planet namens Regis ist. Genauer gesagt Regis 3. Drittens, 4 Tage vor der Landung. Ich wollte mich bei den Jungs im Kontrollraum einschleimen und habe das Thema der Landung auf Regis zur Sprache gebracht. Ich habe nur nach ihrer Meinung gefragt, mehr nicht. Dafür habe ich eine volle Breitseite abbekommen. Sie schimpften wie die Rohrspatzen über uns Mechaniker. Als ob wir alle Fehler verantwortlich sind, die je bei Condor-Flügen aufgetreten sind.
Viertens, 3 Tage vor der Landung. Laut der Daten der Sonde ist Ratchus das reinste Ölland. Es überrascht mich also nicht, dass sich viele Freiwillige gemeldet haben, um den kaputten Antrieb zu reparieren. Zuallererst ist jeder Job besser, als mitten im Nirgendwo zu versauen. Außerdem hat man zumindest das Gefühl, nützlich zu sein, wenn man etwas werkelt. I found his journal. Anything of importance in there? Let's find out. Ja, bis jetzt noch nicht wirklich. Fünftens, 2 Tage vor der Landung. Ja, ich bin nicht überrascht. Sie haben mich nicht in ihren ach so tollen Reparaturtrupp aufgenommen. Es wäre Zeitverschwendung, die Ausflüchte des Oberkommandos hier anzuführen. Sie wissen genau, was ich kann, aber trotzdem schicken sie mich nach Ratchet 3, um verdammte Sandkörner zu zählen. 1, 2, 1 Million, bla bla bla. Sechstens, 2 Tage vor der Landung. Sobald ich zurück bin, werde ich um eine Versetzung in eine andere Einheit bitten. Vielleicht irgendein kleineres Schiff. Egal. Sie haben sowieso schon entschieden. Siebtens, 1 Tag vor der Landung. Sie haben Ratchet 3 überprüft. Der schlimmste Ort aller Zeiten für eine Pause. Dort ist nichts. Rein gar nichts. Wir werden aufpassen müssen, uns nicht aus Langeweile totzusaufen. Unsere Leute waren verdutzt und sogar etwas überrascht. Sie haben sich zu einer Diskussion zurückgezogen. Achtens, Tag der Landung. Wir sind da. Das Oberkommando hat eine Nachricht an das Hauptquartier geschickt. Landung auf Ratchet 3 erfolgreich. Wüstenplanet vom Typ Subdelta 92. Die Landung erfolgte anhand Landeprozedur Nummer 2 in Äquatornähe. Neuntens, erster Tag auf Ratchet 3. Die Wissenschaftler sagen, dass die Atmosphäre des Planeten gut genug ist, dass man auch ohne Helm mehr oder minder problemlos atmen kann. Mehr oder minder? Das aber möglichst nicht zu lange, maximal ein paar Stunden machen sollte. Aber wie viele Stunden genau? Wenn ich bei meiner Arbeit solch ungenaue Schätzungen vornehmen würde, wäre das ganze Schiff schon lange in seine Einzelteile zerfallen. Zehntens, 3. Tag auf Ratchet 3. Die Reparaturarbeiten ziehen sich hin. Deshalb haben die Wissenschaftler angefangen, im Boden nach interessanten Dingen zu bohren. Alle hier wollen sich eben nützlich fühlen. Und es kann uns ja auch niemand verbieten, nicht wahr? 11. 5. Tag auf Ratchet. 2 unserer Leute haben sich heute über unsere Vorräte unterhalten. Der eine, der normalerweise immer Panik unter der Besatzung verbreitet, hat den anderen beruhigt. Ich habe daraus meine eigenen Schlüsse gezogen, die mich positiv stimmen. Wir haben definitiv ausreichend Wasser und Lebensmittel, um in dieser Einöde nicht zu verhungern. Ich schätze sogar, dass ich Ratchet 3 verlassen kann, bevor wir die Hälfte unserer Vorräte verbraucht haben. Zwölftens, 1 weiterer Tag auf Ratchet 3. Früher gab es hier Leben, nun jedoch nicht mehr. Die Bohrungen waren erfolgreich. Die Wissenschaftler haben Überreste von Tieren gefunden. Endlich wird es hier interessant. Wahrscheinlich von Reptilien, deren Knochen unsere Besatzung vor viele Rätsel stellen. Außerdem scheint die Strahlung an manchen Orten sehr hoch zu sein. Die Wissenschaftler wissen nicht, warum, weshalb alle sehr angespannt sind. 13. Und noch ein weiterer Tag auf Ratchet 3. Was löscht das Leben auf Ratchet aus? Die Leute mit den Theorien und Hypothesen erzählen uns, Kessel flicken normalerweise wenig. Aber wir stellen meistens auch keine Fragen, weil uns ihre Arbeit sowieso nicht die Bohnen interessiert. Heute warten wir jedoch alle gemeinsam auf die Rückkehr des Konvois, der heute Morgen aufgebrochen ist, weil wir hoffen, dass sie Antworten im Gepäck haben. 14. Wir warten. Bis jetzt immer noch vergeblich. Unser Biologe, ein sehr sachlicher und freundlicher Mann, ist Teil des Konvois. Ich bin mit ihm sogar per Du und weiß, dass er einen Hund namens Pegasus hat. Er begegnet allem und jedem mit unglaublich viel, wie soll ich es nennen, Sympathie, Empathie? Ich weiß ja auch nicht.
Fünfte Sentence. Stille auf Regis 3. Scheiße, verdammte Scheiße. Nichts. Nichts als Stille. Die einzige Ausnahme war ein verdammter Arktan, der mitten in der Nacht ein Geräusch machte, wodurch wir alle aus dem Schlaf schreckten. Ich wollte ihm am liebsten in sein Metall hintern treten. Dann wurde mir aber klar, dass das genauso töricht wäre, wie einen Regenschauer auszupeitschen oder sich über die Schwerkraft aufzuregen. Hä? 16. 13. Tag auf Regis 3. Stille. 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 Oder verheimlichen Sie mir vielleicht etwas? Ich werde nach meiner Rückkehr auf jeden Fall eine Versetzung beantragen. Ein Brief und eine Briefmarke, dann können mich alle kreuzweise. 17. 14. Tag auf Regis 3. Warum bin ich überhaupt hier? Warum habe ich hier einen Fuß auf diesen verdammten Planeten gesetzt? Ach ja, weil es mein Job ist, Befehle zu befolgen, ohne sie zu hinterfragen. Und weil wir alle einen fürchterlichen Tod finden würden, wenn ich beispielsweise nicht überprüfe, ob alle Lavaldüsen richtig befestigt wurden. Alter, was für ein Tagebuch. 18. 16. Tag auf Regis 3. Sie haben sich endlich gemeldet. Das Oberkommando hat bereits allen, einschließlich mir, mitgeteilt, dass auf diesem Planeten irgendetwas nicht stimmt und dass wir es genauer untersuchen müssen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Verdammt nochmal. Sie wollen das Team, das sie zum Wasser geschickt hatten, und an einen anderen Ort verlegen. Für mich steht deshalb morgen eine weitere Tour an. Das Team will nämlich eine Menge schweres Gerät mitnehmen und hat urplötzlich erkannt, dass sie dann auch einen anständigen Mechaniker brauchen. 19. 16. Tag auf Regis 3. Nachmittags. Befehl ist Befehl. Sie haben gesagt, dass ich mitfliegen muss. Aber will ich das auch? Ja, das will ich. 20. 18. Tag auf Regis 3. Die Untertasse ist gestern abgestürzt. Wie es aussieht, habe ich mich dabei schwer verletzt. Meine verdammte Ausrüstung ist im Eimer und ich habe keine Möglichkeit, ein Notsignal auszusenden. Mir ist verdammt heiß. Ich schreibe dies um 21. Was weiß ich, wie viel der Tag auf Regis 3? Für wen schreibe ich das alles hier eigentlich auf? 22. Dritter Tag nach dem Unfall. Sie suchen nach mir. Meine Leute suchen nach mir. Ich bin Teil der Besatzung und keine Besatzung lässt je ein Besatzungsmitglied zurück. Genau das habe ich gesagt. Wir lassen niemanden zurück. Und haben wir ja auch nicht gemacht. Es wird nicht leicht für sie, mich zu finden, da die Kommunikationskanäle oft gestört sind. Sie suchen die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Nur dass der Heuhaufen die ganze Zeit rauscht und fiebt. Aber sie haben mir versprochen, nach mir zu suchen. 23. Vierter Tag nach dem Unfall. Ich kann nicht länger herumsitzen und auf den Tod warten. Ich muss von hier verschwinden. Ich habe einen Freund gefunden. Nun ja, er hat mich gefunden. Er wird mir helfen. Ich weiß nicht, ob ich es überleben werde, aber ich muss es zumindest versuchen. Der Freund ist der Roboter hier. Und er hat offensichtlich wirklich versucht, ihm zu helfen. Aber wenn halt niemand mehr da ist, wer soll zu Hilfe kommen? 24. Sechster Tag nach dem Unfall. Ich habe mich hingelegt. Ich bin erschöpft und rede mit einem Roboter. Nein, ich meinte natürlich. Ich ruhe mich aus und spreche mit einem Freund. Selbstmotivation, so wie sie es uns beigebracht haben. 25. Ein weiterer Tag auf Regis 3. Mein Freund und ich schlagen uns auf Regis wacker. Auch wenn wir durch mein gebrochenes Bein nur langsam vorankommen. Heute haben wir aber zum Beispiel herausgefunden, dass ausgedientes Militärgerät noch unglaublich nützlich sein kann. Ein Antimed erwies sich während eines nächtlichen Sturms nämlich als hervorragender Unterschlupf. 26. Und noch ein weiterer Tag auf Regis 3.
Der Mensch passt sich überraschend schnell an veränderte Bedingungen an. Ich habe es jetzt selbst und glaube nun sogar, dass es unser größter evolutionärer Vorteil ist. Wenn die Wissenschaftler mich jetzt sehen könnten, würden sie mir bestimmt sogar applaudieren. Schmerz, Leid, Schwierigkeiten, körperliche Beeinträchtigungen, Kriege, Katastrophen, ja selbst das Gespenst des Todes, womit wir auch konfrontiert werden. Zuerst reagieren wir verängstigt, brechen vielleicht sogar zusammen, aber bevor wir uns versehen, haben wir uns daran gewöhnt. 27. Rages 3. Ich werde hier sterben. Das bedeutet nicht, dass ich aufgegeben oder die Hoffnung verloren habe. Ich bin einfach nur realistisch, was meine Situation angeht. Ich kann diesem Ort keinen Vorwurf machen. Niemand hat uns hier eingeladen. 28. Hier auf Rages 3. Vor ein paar Tagen habe ich ein Geräusch gehört, die auf ein irrsinniges Gefecht hinweisen. Zumindest glaube ich das. In weiter Ferne hörte ich Explosionen. Ein deutliches Anzeichen dafür, dass unsere Leute hier sind. Wir haben das Auge des Orkans erreicht und uns entschlossen, mit Kanonen darauf zu schießen. 29. Der Beste seines Fachs. Ich schätze, wenn man mir ein zweites Leben gewähren würde oder auch nur etwas mehr Zeit, dann würde ich Dinge reparieren. Aber keine Raketen oder Waffen. Ich würde mit meinem Freund aus Blech alles reparieren, was durch meine Fehler und die Fehler anderer kaputt gegangen ist. Vielleicht wären unsere Welten dann bessere Orte. Dann wäre ich ein wirklich guter Mechaniker. 30. Irgendwo auf Rages 3. Hypothesen, Meinungen, Fragen. Vielleicht viel mehr ist von den Menschen, die ich kannte, nicht mehr übrig. Die Überreste ihrer Schlussfolgerungen und ein paar ihrer Kritzeleien liegen im Sand verstreut. Genau wie sie. Ich habe nicht die Kraft, heute noch alles aufzusammeln. Alter. Noch mehr. Junge, Junge, was für ein Tagebuch. 31. Der Tod. Okay, am 25. Tag ist ja der Konvoi losgegangen. Und das ist schon lange nach dem Konvoi. Der Tod. Der dicke Techniker, der einem braunen Heliumballon ähnelte und dessen Namen ich absichtlich vergessen habe, liegt jetzt ein paar Meter vor mir entfernt. Er sieht jetzt kleiner aus, als ob er geschrumpft ist und ist verkohlt. Ich starre auf den kleinen verstrumpelten Leichnam und versuche, darin meinen Kameraden wiederzuerkennen. Ich versuch's wirklich, mich an seinen Namen zu erinnern, aber er fällt mir einfach nicht mehr ein. 32. Ist es Diebstahl? Mein Freund und ich haben heute noch mehr Leichen gefunden. Ich habe die Taschen meiner früheren Kameraden durchsucht und mich dabei vor mir selbst geekelt. Aber selbst an derart abscheuliche Dinge kann man sich anscheinend gewöhnen. 33. Rages 3. Ich weiß nicht, welcher Tag es ist. Durch Kopfschmerzen und Übelkeit habe ich heute Nacht kein Auge zugemacht. Mein Freund hat die Notizen der Wissenschaftler zusammengetragen. Ich hoffe wirklich, dass man uns findet, bevor uns auch nur noch ein paar Knochen und angenagte Seifenreste übrig sind. 34. Ein Überlebender. Der Biologe, mit dem ich per Du bin, ist nicht unter den Leichen, die mein Freund und ich gefunden haben. Das freut mich. Ich wette, sein Hund Pegasus wird sich auch sehr freuen, wenn er sein Härchen irgendwann endlich wieder sieht. 35. Wir sind schuld, sonst niemand. 36. Eine heiße Mahlzeit. Die erste seit Wochen. Ich habe in einer von Sturm beschädigten Hütte Eier mit Speck gefunden. Spiegeleier mit Speck? Stell dir das mal vor. Jetzt kann ich glücklich sterben. Nicht, dass ich das möchte. Auch wenn ich komplett erschöpft bin, aber ich könnte es. 37. Kontakt. Ich habe wieder Hoffnung. Wir haben Kontakt hergestellt. Ein anderes Besatzungsmitglied, ein Mechanikerkollege, ist noch am Leben und in Sicherheit. Er hat vor, uns von hier wegzubringen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er eine Art Unterschlupf gebaut oder gefunden. Ich weiß nicht, ob es meinem Freund gelingen wird, mich dorthin zu bringen. Er hat selber ein paar kleinere Reparaturen nötig. Unsere Reise hat auch ihm zugesetzt. Sonne und Sand haben sich in sein Metall gefressen. Ich werde mich um ihn kümmern, sobald wir in Sicherheit sind. Wir werden den Versuch wagen. Some personal notes. Nothing useful to us. Grenda. Der kann uns hier auch nicht irgendwie weiterhelfen. Nee. Naja, gut, nach dieser Geschichtsstunde. Würde ich sagen, war es das für diese Folge von Invincible. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.